Doom für die Switch ist da. Als schlecht gelaunter Doom Marine erwacht ihr aus einem unbequemen Steinsarkophag, werdet direkt von übel riechenden Monstern belästigt und dürft statt zu frühstücken erst einmal den Master vorbewahren, sich in eine rote Hölle zu verwandeln. Wobei, rot ist er ja schon. Und dies liegt A natürlich an dem Massaker, das dort veranstaltet wurde, und wird B durch eure Präsenz dort nicht besser, da ihr letztendlich auch nur die Wände der Einrichtungen mit den Innereien eurer Feinde neu streicht. Und auch wenn das Spiel mit seinen unzähligen Extras, Easter Eggs, Offline- und Online-Spielmodi lockt und zum Entdecken einlädt, solltet ihr euch auf ein paar Dämpfer gefasst machen. Leider wird auf eine Bewegungssteuerung verzichtet, weswegen ihr anfangs viel Zeit mit dem Einstellen der Steuerungsempfindlichkeit verbringt. Außerdem wartet das Spiel mit Ladezeiten von bis zu 50 Sekunden und nicht überspringbaren Intro-Logos auf. Sind diese und andere kleine Hürden aber erst einmal überwunden, erwartet euch jedoch einer der besten Shooter seit langem. Ein Höllenspaß ist hier garantiert.